Bitte sehr, Herr Abgeordneter. Als nächster ist Karl-Heinz Kopp von der Volkspartei zu Wort gemeldet. Danke, Frau Präsidentin, Herr Finanzminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Loacker. Wir vertreten seit jeher den Grundsatz, und das war auch die Begründung für die Einführung der Kapitalertragsteuer, den Grundsatz, dass wir sagen, es sollen Einkünfte oder Erträgnisse von selbstständiger und unselbstständiger Tätigkeit genauso steuerlich ihren Beitrag leisten zur Finanzierung des Gemeinwesens im Staat, wie natürlich auch Einkünfte, die Menschen erzielen aus ihrem Kapitalvermögen. Das gilt einerseits für die Körperschaftssteuer bei Unternehmen, die natürlich von ihren Gewinnen ihren Beitrag abliefern, und dann bei Ausschüttung natürlich auch die Kapitalertragsteuer. Detto natürlich auch bei Wertpapieren, bei Sparbüchern, die du angesprochen hast. Ich glaube, das ist nicht mehr als fair, dass alle diese Einkommensarten, Einkommen, nicht Substanz, ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. So weit, so gut. Deine Analyse ist völlig richtig. In einer Niedrigzins-, oder was heißt Niedrigzins-, Nullzinsphase wie jetzt und einer Inflationsrate von um die 2%, geschieht tatsächlich bei einem Sparbuch zumindest Real-Substanzverlust. Die Schlussfolgerung daraus, dass der Staat für alles und jedes zuständig ist und der Staat jetzt sich zurückziehen soll und das ausgleichen soll, was am Kapitalmarkt derzeit, ich glaube, wir rechnen alle in der nächsten Zeit mit steigenden Zinsen, was am Kapitalmarkt derzeit zu diesem Substanzverlust führt, dass für all diese Dinge, weil da wird mir noch ein paar andere Dinge auch noch einfallen, die passieren können, wo Menschen Einkommen oder Substanz verlieren, es kann nicht der Staat für alles und jedes verantwortlich sein, solche Dinge und solche Marktentwicklungen auszugleichen. Ich bin da ganz beim Herrn Finanzminister. Es hat ja jeder die Alternative. Es haben ja die Menschen auch die Alternative, auf andere am Kapitalmarkt, andere Produkte auszuweichen, die deutlich ertragreicher sind und wo es dann diese Differenz, diese Negativdifferenz nicht mehr gibt zwischen Verzinsung und Inflationsrate. Das Beispiel mit der GmbH und der Einkommensteuerpflichtigen Einkommen ist auch richtig, tut mir auch weh, überhaupt keine Frage. Gerade im niedrigeren Bereich zahlst du tatsächlich bei einer GmbH mit Köst und dann Käst tatsächlich mehr als ein Lohn- und Einkommensteuerpflichtiger. Umso richtiger ist die von uns beabsichtigte Maßnahme, die Körperschaftssteuer zu senken. Da diskutieren wir noch ein bisschen den Weg, ob generelle Senkung oder eben eine deutlichere Senkung für die nicht entnommenen Gewinne. Ich meine, für die Entnahmen wäre natürlich die generelle Senkung die attraktivere, keine Frage. Für den Eigenkapitalaufbau ist es der andere Weg. Das wird noch einer Diskussion bedürfen. Ändert aber nichts daran, dass die Maßnahme grundsätzlich die Absenkung der Körperschaftssteuer genau den Effekt hätte, nämlich eine Angleichung an, zumindest bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe der Steuersituation in beiden Fällen. Ich verhehle auch nicht, dass es nicht unbedingt unsere Idee war, die Anhebung der Kapitalertragsteuer von 25% auf 27,5% zu machen. Das sind so Konzessionen, die man in Partnerschaften halt einmal macht. Das sage ich gleich dazu. Aber beides wird sich wohl nicht ausgehen. Also ich plädiere hier sehr stark dafür, dass wir die Körperschaftssteuer einer ordentlichen Senkung zuführen. Ich glaube, das hilft allem, vor allem auch dem Eigenkapitalaufbau in den Unternehmen, der dringend notwendig ist. Und im Übrigen, wie gesagt, bei den Sparern und auch bei denen, die Pensionsvorsorge betreiben, ist es so schwierig nicht, in einer solchen Marktsituation auch auf ein anderes Produkt am Kapitalmarkt auszuweichen, bis sich der Markt bei den Sparzinsen wieder erholt hat, sodass man eben diese Substanzverluste nicht erleidet. Also ich glaube, alles in allem sind wir hier auf dem richtigen Weg mit dem, was wir hier geplant haben, Stärkung des Kapitalmarktes und auf der anderen Seite Senkung der Körperschaftssteuer. Und da glaube ich, dann fällt ein Großteil der von Ihnen jetzt gerade problematisierten Dinge ohne dies, nicht ohne dies, sondern durch unser Zutun weg. Danke. Danke sehr, Herr Abgeordneter. Der Staat könne nicht für jede Dynamik am Kapitalmarkt verantwortlich sein und diese ausgleichen, sagt Karl-Heinz Kopp von der ÖVP. Generell sei man auf einem richtigen Weg.